So, damit willkommen zurück hier bei DSI. Also gut, wir werden jetzt Fundamente schnappen. Da hinten mal gerade das Eckle da noch zu betonieren. Ah, ich kann doch alle nehmen. Sehr schön. Oh, beziehungsweise hier mal die Kohlen entfernen. Nachdem wir sie jetzt hier nicht mehr brauchen. Ich habe zwar immer noch nicht den anderen Planeten gefunden, ich habe aber jetzt auch noch nicht nachgeschaut. Das werden wir jetzt dann gleich gemeinsam machen. Gucken, ob wir den irgendwo noch finden. Schön wäre es. Das da brauche ich ja nicht. So. Nur die Zeit überspringen, überbrücken, bis die Dinger gebaut sind, aber wahrscheinlich sind sie schon längst gebaut und dann hoffe ich, dass wir hier mal ordentlich Energie haben. Dann ist natürlich die Sache, die, wie händle ich das mal, wenn wir hier genügend Energie haben? Solange ja keine produziert werden, kann der hier ordentlich What? In Hell. Ja, jetzt wird wahrscheinlich das gerade zu meinem Untergang beiführen, was da oben auf dem anderen Planeten ist, ne? Dass der Zeitabschnitt dann doch zu gering ist. Schauen wir uns das mal an. Wir werden eh erst, glaube ich, nächste Aufnahme dann dazu kommen. Ich werde eh erst nächste Aufnahmesession anfangen, dann diese Dinger da zu bauen. Also die Folge werden. Halt, stopp. Falsch. Der ist wahrscheinlich wieder hinter dem. Nicht wahr? Jupp. Wenn da also Transporter fliegen, ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn man den folgen kann. Da, hopp, voll Schub. Nicht. Oh, das war knapp. So. Bam. Der braucht halt erstmal die Sonne. Die Sonne geht jetzt wieder. Echt. Weil die nicht am Stromnetz angeschlossen sind. Oh, bitte. Willst du mich jetzt verarschen? Wirklich? Die brauchen die Sonne nicht, oder was? Oh, bitte sag mir das. Oh Gott. Das Schöne ist, ich sehe es ja auch relativ schnell ein, dass ich dann Mist baue. Ne? Das bleibt mir auch anderes übrig. Ich kann ja hier schlecht sagen, das war ich gar nicht. Das war jemand ganz anderes. Wirklich, ich habe es genau gesehen, Chef. War ich nicht. War noch nicht mal in der Nähe. Wir brauchen keine Sonne. Oh. Echt jetzt? Da. Ich bin davon ausgegangen, sie brauchen die Sonne, deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass es ein Stromnetzwerk braucht. Okay. Gut. Das funktioniert. Wie sieht es denn stromtechnisch hier auf dem Planeten aus? Es wird zumindest mal 100% verbraucht von dem, was wir hier haben. Das ist schön. Gut, wenn dann irgendwann Kamu fleißig ist und was machen möchte, darf er das hier gerne noch drei Schienen ausbauen. So, dann wieder zurück. Okay. Dann sollte jetzt das hoffentlich funktionieren soweit. Rein theoretisch hätte ich jetzt auch noch können. Hätte ich gucken können. Ja. Hätte er gucken können. Ja. Zwei Stück, das ist jetzt natürlich nicht so viel. Will ich die jetzt dann vielleicht doch dort hinten mal produzieren? Was brauchen die denn? Ja, jetzt auch nicht so viel. Die
grünen. Ich glaube, die habe ich aber da hinten tatsächlich nicht. Solche Sachen kann er sich dann wieder merken, ne? Aber das Rezept, was man dann vielleicht brauchen würde, in irgendeiner der Türme, nachdem man dann mal gerade vor 2 Minuten nachgeguckt hat, das kann er sich nicht. Nö. Aber weiß, dass da hinten diese grünen Motoren nicht benutzt. Supi. Ich bin ja stolz auf. Okay, allerdings habe ich auch gerade gesehen, genau, wollte ich davon mal einen Stack übernehmen und davon einen Stack mitnehmen, weil das sieht ein bisschen mau aus, sah es mau aus. Okay. Ansonsten haben wir ja theoretisch ja nur auf die hier gewartet. Also rein theoretisch zumindest einmal. Fabriken haben wir auch nichts. Na, doch, haben wir auch nichts mehr dabei gehabt. So. Sonst sieht der Rest relativ sauber aus. Wollt ihr die jetzt auch noch aufsetzen? Ich glaube, nicht wirklich. Wenn wir mal vielleicht einen Planet machen, wo wir ein Fabrikgelände draus machen, weil wir sagen, wir wollen irgendwo eine Supersphäre aufbauen, wird es wahrscheinlich auf. Okay, der da hier ist okay. Der holt ja das aus dem anderen Planeten da ab. Hier sieht es gut aus. Laufen wir einfach mal kurz durchschauen an, wie es aussieht. Ja, ihr könnt ein bisschen mehr rennen. Und fragen uns natürlich, what the fuck ist das? Machen wir einfach weg, dann ist es auch schon wieder egal. Wahrscheinlich war das da mal irgendwann angesetzt. Zahnräder waren aber voll. Zahnräder. Wir würden hier jetzt aber auch halt doch über einen Eingang könnten wir noch rein. Es ist halt stromtechnisch gerade wirklich ein Graus. Eieiei. Na gut, hier sind wir jetzt halt auch wieder im Dunkeln. Haben wir davon noch einen? Bauen wir den mal schnell auf die andere Seite. Ach, da kommt schon wieder nichts an. Es ist halt so langsam. Es ist halt wirklich zu langsam. Das sind so frustrierende Momente. Gehört aber auch irgendwo das so dazu. Es wäre ja wirklich langweilig, wenn alles so super einfach laufen würde. Mal ganz ehrlich, also bislang habe ich wenig Grund auf, zu beschweren. Entweder A, es läuft etwas nicht, weil Blödheit Kabu, was okay ist. Oder es sind dann halt doch mal Grenzen da. So, hier. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach wieder ein Einstellungsfehler. Nicht mehr, nicht weniger. Er darf 600 haben. Warum holt er die denn nicht? Er darf sie doch immer. Warum holt er sich die nicht ab? Er muss es doch anfragen. Die bietet er an. Die werden auch nicht geliefert. Da bin ich jetzt ganz blöd. Das kann ich mir jetzt aber irgendwie. Und dann ist es ein Zeichen.
wirklich aufzuhören. Dann müsste ich mich echt fragen, wo ich mit meinem Kopf bin gerade. Na, jetzt ja mehr als nur peinlich. Ja, stimmt, tatsächlich, ich habe vergessen umzustellen. Nee. Er fragt die an und er bietet sie an. Punkt. Ich will die vollen hier haben. Verstehst du jetzt echt nicht? Sorry. Also. Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich aber ganz raus. Aber wirklich, es ist jetzt nicht transportierbar, aber welchen Sinn würde das jetzt bringen? Wo ist denn da? Das ist mal hin. Na, ups. Also jetzt sehe ich den Fehler nicht. Also entweder das ist ein Fehler oder es geht nicht. Das ist die zwei Möglichkeiten gibt's. Was für einen Sinn würde es jetzt dann allerdings machen, die Akkumulatoren sonst irgendwo hin? Also hier steht schon mal nicht darüber. Können die nicht transportiert werden und es steht einfach nicht dabei. Ja. Aber das ist ja blöd. Es ist ja Blödsinn. Warum? Dann würde ich sie ja hier drin ja auch nicht anbieten, ne? Doch. Es ist einfach blöd. Es ist doch wirklich blöd. Ich weiß nicht, was jetzt hier ist. Biet sie ja nicht an. Ich will sie ja. Ich meine, es könnte jetzt sein, dass ich ja irgendwo da einen Dreh habe, aber ich meine, hier die Morde hier auch und da sind sie ja angekommen. Die sind ja da.
Also will ich die ja auch hier haben. Punkt, Schluss, aus, Ende. Das ist doof. Sogar sehr doof. Man, rein theoretisch könnte es natürlich schon sein, dass es einfach nicht geht, weil sie, weil das Spiel dann sagt, nee, pass auf, das wollen wir nicht, deswegen nö. Wäre blöd für mich jetzt natürlich, ganz klar. Ist blöd für mich, sagen wir es mal so. Okay, ich fliege ich zurück. Ich meine, kannst du nicht ändern. Ich muss dann. Na, jetzt hänge ich wieder. So. Das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe es halt. Nun gut, nun gut. Wir nehmen es jetzt erstmal so hin. Ich werde mal überprüfen, ob ich irgendwas rausfinde. Weil bis der Part mal so bei euch ist, habe ich wahrscheinlich schon längst weiter produziert. Aber ihr dürft mir gerne trotzdem mal schreiben, ob ihr da was wisst. Lieben gerne sogar. Ich meine, irgendwo. Das verstehe ich jetzt nicht. Sorry, tut mir leid. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum das jetzt auf einmal geht? Hä? Wenn das jetzt ein Stream wäre, könnte ich zumindest im Stream nachgucken, was ich jetzt. Gut, ich kann es in der Aufnahme dann nachgucken. Hä? Ich verstehe es nicht. Justin. Das Wichtige ist, dass es funktioniert. Ja, das ist das Allerwichtigste, dass es funktioniert. Oh, wie, oh, mir. Kann das sein? Kann das sein? Natürlich. Natürlich. Der darf nur fliegen, wenn er 100% hat. 600er Kapazität hat er. Der ist einfach nicht Oh, wie, oh, mir. Okay, das macht Sinn. Dann gehen wir hier mal auf 1200. Wir gehen hier auf 1200. Alter, ja, daran muss ich denken. Wenn ich das nämlich jetzt runter machen würde, so auf, sagen wir mal, 10%, ja, dann, ja, genau, dann fliegt der nämlich los. Ah, au. Okay, ja. Ja, okay, das ist halt noch so ein Problem vom Spiel. Okay, da kann ich dann. Also, klar, logisch, ich könnte vielleicht früher dran denken, aber mal ganz ehrlich, wer denkt an sowas? Also, bitteschön, wenn ich schon sage, okay, pass mal, nur 200 will ich da drin haben. Ah, wie. Da hat es doch nämlich auch funktioniert. Da habe ich doch auch meine 100 bekommen. Also kann da schon mal irgendwas nicht stimmen. Die habe ich ja auch bekommen. Hier schon auf dem Planeten vielleicht die Gefahr? Oder kriege ich die halt auch mit geringeren Stückzahlen? Ich
hier übrigens die leeren mal raus, dass die laden können. Das ist ärgerlich. Ich meine, dass der jetzt nicht wegen 6-7 Dinger da losfliegt, das ist mir schon klar, ne? Das ist ja auch okay so. Dass ich den hier vielleicht dann auch auf weniger einstellen sollte, wäre vielleicht auch mal klar, ne? Dann fliegt der halt schon bei 50%. Dann müsste er aber rein theoretisch jetzt schon wieder runterfliegen und holen. Dann machen wir mal auf 30%, dann hat der hier jetzt eine Sondererlaubnis. Okay, ich muss auf die Cargo Space achten, wenn... Das ist jetzt krass. Also das Logist... Ja doch, eigentlich schon. Das Logistik-Logik-System, das ist hier in dem Spiel leider noch ein bisschen schwierig. So, aber wir sehen, wir haben hier noch den ganzen Streifen, das ist ganz gut. Den will ich ja dann nutzen... Genau. Das ist ja auch das, was ich dann machen möchte. Da die horizontalen, also die Teile für die Dyson-Sphäre irgendwann mal. Wir könnten das ganze Ding hier noch ein bisschen ausbauen. Ja, so weit ist es gar nicht mehr. Dann sind wir ja schon rundum. Okay. Also es ist schon sehr viel bebaut, so muss man, kann man das mal sagen. Das ist doch was, wir mal gesehen haben. Genau. Hier ist dann die ganze Dyson-Sphäre, die Abschussrampen und die Schiffchen, die natürlich gebaut werden müssen. Okay, krass. Cool. Jetzt betonieren wir da hinten noch. Dann war das jetzt eine sehr strange Aufnahmesituation, muss ich offen und ehrlich sagen. Allerdings, ja, darf das auch mal vorkommen. Und ich hoffe, dass ich das nächste Mal dann doch wieder etwas mehr produktiver bin. Sollte auf alle Fälle der Fall sein, sagen wir es mal so rum. Dann gehen wir nämlich den ganzen restlichen Schüssel da an, was gerade die Forschung angeht. Die brauchen wir ja und... Genau, wir brauchen es ja so oder so, weil ansonsten können wir ja auch die horizontalen Abschussrampen nicht bauen. So. Wieder. Genau, die brauchen wir. Und. Genau, für die brauchen wir das auch. Ob ich die jetzt großartig in Menge baue, weiß ich nicht. Vielleicht. Dort, wo es etwas knappelig wird mit der Produktion, aber mehr auch nicht. Dafür brauchen wir auch diese teuren Chips. Oh, hier ist es. Da habe ich die Chips, ja. Also davon denen werden wir jede Menge bauen müssen. Ich werde nochmal off-cam gucken, ob ich nochmal so einen Planeten finde. Ich werde nochmal gucken, welcher Planet das war, wo war. Unsere Ressourcen hier haben. Aber es würde mich jetzt wirklich sehr wundern, wenn es nicht der Planet ist. Warum auch immer ich den jetzt von hier aus nicht sehen darf. Also ich meine, ich war ja schon mal drauf und habe hier Sachen gebaut. Also wäre es ja supi. Ich bin wirklich... Oh. Doch, halt, ja, stimmt. Das ist ja genau das, was wir gemacht haben. Jetzt würde ich gerade nur sagen. Oh, noch was anderes Neues. Da war ja auch noch Öl. Also wenn wir auch Ölprobleme haben hätten sollen würden, dann würde ich die da holen. Gut. Wie sieht es denn jetzt stromtechnisch aus? Ja, so ist doch schön. So ist schön. So. Wenn wir das jetzt natürlich so halten könnten, wäre es supi. Dann gehen wir hier bei denen meinetwegen auch gerne mal auf 30% runter. Dann können die sich gegenseitig hier den Hintern ver... Golden, so wie es gerade braucht. Im Prinzip wollte ich mir hier noch die Fundamente schnappen, um dort hinten gerade noch die Lücke noch fertig zu betonieren. Ja. Also irgendwie ist es auch ein Salz. Ja.
So unproduktiv war ich, was meine ganze Let's Plays angeht, nur selten. Aber gut, okay, jetzt gab es halt Probleme hier, Problemchen da. Hätte man wahrscheinlich alles etwas kürzer halten können. Aber ich schneide solche Sachen halt ungern raus. Es gehört halt dann auch mal mit dazu. Und so finde ich es zumindest. Und das bisher. Schlau wäre es gewesen, wenn ich da vorne noch ein bisschen betoniert hätte. Lass ich wegen Beton halt mal das Spiel eine halbe Stunde laufen. Ja. Wenn wir das noch ein bisschen beschleunigen, ist die andere Frage. Wir brauchen ja doch noch ein paar Fundamente. Dann haben wir zumindest das noch gemacht. Und nicht nur am Energie fixen. Ja, so richtig. Aber könnte hier noch mal. Rauf. Ja, so nicht. Aber doch nicht schlimm. Hier runter. So. Dann hat es ja doch noch irgendwo einen Sinn gehabt, dass wir das so gemacht haben. Sehr schön. Hier hin. Zieh ich hier hin. Und da. Da, den da, den da, den da. Dann muss jetzt da hinten gerade mal komplett neu auf. So. Hätte eins lassen können wegen dem Blueprint, aber. So. Das ist also so schnell gemacht. Die bemerkt, dass wir wieder in der Nachtphase sind, denn die ist jetzt gerade der Mangel. Kraft vorhanden. Halt, stopp. Ich muss den Ausgang. Wäre praktisch. So. Schade, dass man halt hier in die Kisten nicht mit dem Band reinfahren kann. So. Und dann sagen. Bis hierhin können wir dann ziehen und der ganze Rest kann uns dann Wumpe sein. Stopp, das machen wir jetzt anders so. So. So, baue ich so viele von denen. Können wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, ne? Ah, wir können ja alle anderen Planeten auch noch betonieren. Na, das wäre doch mal eine Challenge, hä? Alle Planeten in Dyson Sphere betonieren. Um Gottes Willen. So. Das ausgeht. Ah, nee, so geht das gar nicht aus. Wir hätten das gedacht. Kann der weg und der da weg? So, okay, dann haben wir hier jetzt mal die Betonproduktion ordentlich gepusht. Ich meine, an den Materialien, an Stahl und an den Eisenplatten sollte, Steinplatten sollte es jetzt mal nicht mangeln. Also das lässt sich ja relativ fix und einfach dann auch nochmal erhöhen. Das Einzige, was hier natürlich jetzt sein könnte, ist, dass die nicht so hinterherkommen. Boah, die sind ja ordentlich am Fliegen. Jupp, 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 jupp. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, was ich da gemacht habe. Ja, die sind da am Fliegen. Das ist sehr schön. Aber es hält sich in der Waage. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Irgendwann läuft das natürlich mal voll. Dieses irgendwann wird sein, wenn diese Kiste voll ist. Vorher nicht. Oh, Moment mal, was ist da denn? Ah ja, da war ja mal angedacht, hier die Triebwerke, aber nö, 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 nö. Wir lassen die da hinten, das ist mal. Puh. Ah, ich bräuchte halt da hinten
Oh, was ist hier? Oh. Da sind jetzt die grünen Motoren nach wie vor. Okay. Ich will jetzt eigentlich nicht noch mehr Probleme fixen. Wollt ihr jetzt das nächste Mal produktiv anfangen zu arbeiten, liebes Spiel? Hm. Du machst es mir nicht ein. Ja, nein. Was ist das Problem von dem Grün? Wahrscheinlich sind hier einfach die Motoren zu langsam am Produzieren, ne? Nö. Die Produktion ist halt allgemein etwas zu langsam. Okay, komm. Das kriegen wir doch jetzt doch schnell hin in ein paar Minütchen. So. 1, 2, 3. Hier hin. Hier hin. 1, 2, 3. So. Zack. Und zack. Komm, 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 go, 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 go. Wir machen hier ein kleines Wettrennen raus. Hier rein. Hierzu. So, sieht auch mal lustig aus. Strumpole, Strumpole, Strumpole. Dann brauchen wir einmal. Hier die Motoren. Das mit dem Fiegespendern, das müssen wir nochmal üben. Den weg. So. Nee, das war jetzt falsch. Liebes Safe Game, da warst du jetzt. Raus. Magnete hin und let's go. Wir machen das nur ganz kurz etwas anders. Ne? Und zwar so. Ziehen das hier. Ziehen das hier. Ah, schade. Es hätte ja sein. Ach gut, wir können das ist. Das weiß ich nochmal. Da kriegen wir uns. Das lassen wir gar nicht gelten. Nee, 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 nee. So rüber. So rüber. Und zwar. Oh nein. Oh, Cabo. Warum? Mit Glück geht's gut. Mit viel, viel, viel Glück. Ja, super. Okay. Stopp. Was hat er hier drinnen? Ja, das kannst du gleich ergeben. Nee, halt, stopp, das stimmt. Das ist, ich muss gucken, wenn der hier im Nahen was hätte. Okay. So. Motoren bringt da keine an, weil er jetzt natürlich viel zu wenig wahrscheinlich produziert. Ja, jetzt ist wieder dieses Problem. Ich verstehe es halt nicht. Das ist, welche Logik dahinter steckt. Welchen Ausgang er hier erstmal priorisiert. Gut, okay, dann haben wir die Aufgabe fürs nächste Mal dann eben doch. Erstmal zu schauen, wie wir hier diese Produktionsstätte pimpen. Wir werden da nochmal irgendwo Motoren aufsetzen müssen. Das ist halt einfach viel zu wenig, ne? Viel zu wenig. Und wir brauchen die anderen Motoren, aber da die anderen Assembler. Aber dafür brauche ich erstmal die andere Technologie. Und für die Technologie brauche ich die grünen Motoren. Auch ich sie? Wir werden es uns das nächste Mal anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei wärt. In diesem Sinne, baba.